Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schminken wir mal ein Fullface mit Neuheiten, die hier ganz frisch bei mir eingezogen sind. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist alles von Purish und ihr bekommt auch alle Produkte jetzt günstiger und zwar um 15%, denn ich habe sie alle auf meine Collection-Site packen lassen. Mit Claudis Welt 15 könnt ihr nämlich bis Ende des Monats 15% auf alle Produkte auf meiner Collection-Site sparen. Schaut super gerne mal in der Infobox vorbei, da habe ich euch den Direktlink reingesetzt zu den jeweiligen Produkten und auch zu meiner Collection-Site. Da ist allerhand Inspiration und ich bin gespannt, wie das auch alles so in Kombination in meinem Gesicht funktionieren wird. Physicians Formula hat neue Sachen rausgehauen, Melt Cosmetics, Nabla. Also, ne, und dann versuche ich jetzt tatsächlich, mich nochmal mit der Misauda Mascara anzufreunden. Und, da trage ich jetzt aber nicht alle auf, da habe ich ein Reel oder ein Short für euch auch schon gefilmt. Purelay hat Skincare rausgebracht. Ist ganz interessant, ne? Die beiden in Kombination, also die Creme und das Serum, funktionieren bei mir nicht ganz so gut. Und ich habe jetzt ja auch schon Skincare drauf, weswegen ich jetzt einfach als Abschluss den Lichtschutzfaktor drüber geben möchte. Und da möchte ich euch wirklich sagen, wenn ihr so eine trockene Haut habt wie ich, ist dieses Produkt auch wirklich, wirklich empfehlenswert. Wir haben hier einen Airless-Container und das Produkt, was hier rauskommt, ist sehr, sehr reichhaltig und am Ende sieht man auch wirklich sehr, sehr oily aus. Weswegen, wie gesagt, ich tatsächlich empfehlen würde, das nicht unbedingt mit einer Mischhaut oder mit einer öligen Haut zu verwenden. Ich habe hier keine Würstchenbildung die letzten Male, wo ich es verwendet habe, festgestellt und eigentlich auch ganz gute Erfahrungen so für mich persönlich gemacht. Ob man jetzt von der Schmuckfirma unbedingt Skincare braucht, ist jetzt mal dahingestellt. Und hier ist für mich persönlich halt die Geschichte, gestern habe ich das auch einmal aufgetragen, zusammen mit einer sehr trockenen Foundation, dass meine Haut sich so genährt angefühlt hat und das hat einfach gut getan, dass ich mir gedacht habe, okay, es kann tatsächlich als Make-up-Basis vielleicht auch eine ganz gute Sache sein, sofern man trockene Haut hat. Bei Lichtschutzfaktor ist halt immer das Wichtige, dass man sich eine gute Menge aufträgt und dass man dem Ganzen auch ein bisschen Zeit lässt, um einzuziehen. Das heißt, ich werde mir jetzt einen Kaffee machen und ich sehe echt aus, als hätte ich mein Gesicht in Öl gedippt. Ne? Naja, ich mache mir jetzt einen Kaffee, werde noch ein bisschen Wäsche aus dem Trockner in, interessiert euch nicht, ein bisschen Haushalt machen. Das heißt, so in einer Viertelstunde, halben Stunde komme ich nochmal wieder hier hin und dann machen wir weiter mit dem Make-up. Als nächstes verwende ich jetzt eine Neuheit von Physicians Formula, denn da sind allerhand neue Produkte eingezogen bei Purish. Diamond Perfecta Mineral Wear BB Cream und ich habe das in der hellsten Farbe Fair to Light und ich hoffe, dass diese Farbe mir auch passt. Guck mal, wie wunderschön holographisch dieser Deckel auch aussieht. Das finde ich tatsächlich sehr hübsch, wenn auch ich das Packaging hier unten nicht so genial finde, um das mal so zu sagen. Erinnert mich aber ein bisschen an die Fenty Foundation. Die gab es ja auch in dieser Drop-Geschichte, ne? Das war schon sehr, sehr ähnlich. Und ich gebe mir das jetzt erstmal hier auf den Handrücken. Okay, eine sehr, sehr leichte Deckkraft, ne? Oh. Gleicht schon so ein bisschen aus. Und endlich habe ich mal eine Foundation von Physicians Formula, die mir nicht zu dunkel ist. Ansonsten ist mir immer die hellste Farbe zu dunkel. Ja, für jemanden, der eine ganz leichte Deckkraft haben möchte, ne? Verträgt sich aber leider so gar nicht mit dem Lichtschutzfaktor. Das ist ein bisschen schade. Ich arbeite das jetzt nochmal ein bisschen mit dem Schwämmchen ein und trage damit die Foundation komplett ab. Okay, ja, da sind wir halt wieder bei diesem ölbasierten, wasserbasierten. Das stößt sich ab. Das ist blöd. Dann mache ich das jetzt mal ganz unkonventionell. Nehme mir ein Handtuch. Oh, in der Foundation haben wir übrigens Schimmer mit drin. Ich habe richtig Glitzer auf dem Gesicht. Okay, ich versuche es nochmal. Nee, also das will wirklich einfach nicht auf meiner Haut halten. Das ist crazy, Leute. Mein Gesicht weint gerade innerlich sehr. Das fängt ja gut an. Ich verwende jetzt einen No-Brainer. Das ist der Skin Realist von Nabla. Na, siehste wohl. Ich hatte schon Angst, dass meine Haut heute einfach gar keinen Bock auf Make-up hat. So, und jetzt den Regeneration Concealer von Nabla. Hatte jetzt leider keine Zeit, dass ich da jetzt irgendwie nochmal die Sonnencreme ganz normal auftrage. Aber ich kann euch halt sagen, das, was ich gestern gemacht habe mit der Fenty Foundation, mit dem Stick, hat super funktioniert. Auch dann noch den Concealer aufgetragen und alle weiteren Produkte. Das sah richtig, richtig gut aus. Da hatte ich euch auch auf Instagram in meiner Story zum Beispiel mitgenommen. Ne? Genau. So, die Haut ist vorbereitet. Jetzt kann
etwas mehr Farbe drauf. Und da habe ich hier von Physicians Formula den Butter Glow Contour Wand. Das ist dieser hier, also ein Konturprodukt. Ich habe gleich auch noch tatsächlich ein Bronzing-Produkt, aber wir machen jetzt erstmal die Kontur. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es da unterschiedliche Farben gibt. Ich habe auf jeden Fall diesen hier. Und das ist ja auch eine sehr bekannte Verpackung. Das Puffelding ist hier oben auch relativ hart, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Man dreht es dann auf, kann dann oben Produkt rausdrücken. Das sieht sehr dunkel aus. Oh, la 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 la. Da muss man etwas vorsichtiger mit sein. Guckt euch das an, wie dunkel das ist, ne? Okay, wenn ich das aber so ausblende, ist es immer noch dunkel. Man muss vorsichtig sein. Also ich mache es jetzt erstmal so. Also es geht halt ausgeblendet schon, ne? Dass ich mir einfach was davon hier auf meinen Handrücken gebe. Normalerweise gehst du ja direkt mit dem Puffel drauf, aber das ist jetzt meine First Impression. Dann nehme ich mir erstmal so einen etwas leichteren Pinsel. Der ist jetzt auch nicht so fest gebunden. Und trage mir das halt da auf, wo ich meine Kontur haben möchte. Ganz ehrlich, für eine Kontur ist der mir auch ein bisschen zu warm eigentlich. Naja, aber so lässt er sich auf jeden Fall sehr, sehr schön auftragen. Kann man nicht anders sagen. Oh, der wird aber schnell trocken. Also das mit dem erst auf den Handrücken ist eine große Produktverschwendung, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Oh, aber nicht, dass das Puffelding dann so schnell eintrocknet. Das wäre natürlich auch blöd, ne? Ist okay. Vielleicht hier direkt mal ausprobieren, das drauf zu tupfen. Ganz leicht. Und dann direkt verblenden. Also man kann hier nicht so Instagrammable erstmal das alles so vortupfen und dann verblenden, sondern ne, direkt, wenn man es getupft hat, sollte man das verblenden, weil das zieht sehr schnell an. Und das ist tatsächlich auch matt. Also das Ergebnis, ne, ich habe den jetzt ja nur hier so aufgetragen und ein bisschen an der Nase, gefällt mir schon. Aber da weiß ich jetzt nicht, gerade wenn man halt so hell unterwegs ist, ob das in der, wie soll ich das sagen, im Auftrag dann so bequem ist. So, vielleicht ist das hier ein bisschen bequemer. Das ist Butterglow Bronzing Serum und ich habe das in der Farbe Sunkissed Glow. Das ist dieses hier. Das sehe ich jetzt auch vermehrt bei immer mehr Marken, dass sowas rausgebracht wird. Hier sind 30 Milliliter drin. Sowas kann man theoretisch auch einfach in die Foundation mit reinmischen, wenn man vielleicht seine Shade mehr so dem Sommer anpassen möchte. Wenn man halt vielleicht eine etwas zu dunkle Foundation hat zum Beispiel und auch gleichzeitig ein bisschen mehr Glow haben möchte im Gesicht. Oder man versucht es jetzt so wie ich, pur aufs Gesicht aufzutragen. Also pur ist gut, ne? Halt jetzt so drüber. Hier geht die Party ein bisschen mehr ab, sowohl vom Glow her, als auch von der Flüssigkeit, ne? Huch. Nur wenn ich das so ausblende, ist es aber wirklich relativ zurückhaltend. Dann wärme ich hier so mein Gesicht ein bisschen auf. Es ist schon etwas öliger, ne? Da muss man aufpassen, dass man die Foundation nicht zersetzt damit. Und das ist eher ein Hauch von. Na, jetzt sehe ich aus, als wäre ich gerade frisch aus dem Urlaub gekommen. Ne? Fehlt noch ein bisschen was an Farbe. Ich finde es aber schon, also dadurch, dass es halt Glow hat, das ist immer so ein Ding bei mir, finde ich, sieht es ein ganz kleines bisschen fleckig aus. Muss man natürlich gleich noch gucken, ne, wenn man dann weitere Produkte aufträgt, aber muss ich mich rantasten. Vielleicht wirklich eher so in eine Foundation mischen, die mir zu hell ist. Ja, doch, da hätte ich vielleicht die ein oder andere. Physicians Formula hat zwei Liquid Blushes rausgebracht, die in der gleichen Verpackung sind, nur ein ganz kleines bisschen kleiner als die Foundation. Ich hoffe, dass die Formulierung etwas besser ist. Aber wir haben hier scheinbar einen Füßchenapplikator. Das ist auch tatsächlich eher so eine Geschichte, die irgendwas Glowiges mit dabei hat. Unten haben wir Brilliant Peach und oben haben wir Radiant Pink. So schauen die beiden Farben aus. Haben jetzt nicht so den ultimativen Unterschied. Ich glaube, der Peach-Ton ist für mich ein bisschen besser geeignet, weil er etwas zurückhaltender sein könnte. Das schaut dann so aus, ne? Also auf dem Gesicht wird es dann natürlich etwas schwächer. So, dann gehe ich jetzt erstmal hier mit dem Pinsel in den Peach-Ton rein und trage mir den hier so auf. Die Übergänge etwas aussoften, dann sieht das an den Augen auch nicht so kantig aus. Ja, ne? Das geht, auf jeden Fall. Also hatte ich mir tatsächlich dann intensiver vorgestellt. Es geht wirklich klar. Und auf die andere Seite gebe ich mir dann den intensiveren Ton, den Pinkton. Holla, die Waldfee. Also bislang sind die Blushes definitiv auch das, was ich jetzt hier heute von den neuen Produkten am besten finde. Die sehen schon schön aus. Also das macht ein schönes Finish. Das macht auch wirklich eine harmonische Kiste, ne? Ja, hat auch wirklich diesen Glow mit dabei. Das ist halt wie nass. Ich mag es aber tatsächlich leiden, doch.
Und weil wir immer noch nicht genug im Gesicht haben, gebe ich mir jetzt hier von Denisa Myrix einen von diesen neuen Yummy Skin Produkten auf. Das ist in der Farbe Low-Key ein Blurring Balm Powder. Das ist so eine Art Blush-Lighter, wobei ich die Farbe eher als Highlighter sehen würde. Der ist so ins Peachy gegähnt. Und hier haben wir aber wirklich eher so eine dezente Kiste. Ne? Also das ist kein krasser Highlighter, das ist aber auch kein krasser Blush. Und deswegen würde ich den halt eher so drüber toppen. Das ist halt Cream to Powder und man hat hier wirklich nur einen ganz leichten Glow mit dabei. Ne? Ich weiß nicht, ob man den dann nachher noch sieht, wenn ich abpuder, aber ich gebe mir den jetzt erstmal wirklich auch auf die feuchten Geschichten mit drauf. Vielleicht toppe ich den nachher nochmal drüber. Ich muss gleich mal gucken. Ich nehme den auch hier mit dem vorsichtigen Pinsel auf, trage den dann auf die Stellen auf, wo ich den Highlighter sehen möchte. Ja, da siehst du halt nicht viel von. Ne? Das ist halt der Glow, der sowieso schon durch den Blush und so da ist. Also ein sehr, sehr, sehr subtiles Produkt. Wenn man wirklich so ein Blush und Highlighter in eins haben möchte und vielleicht auch nicht unbedingt groß unten drunter eine Base hat oder was Krasses trägt, sondern halt einfach nur ein bisschen Frische ins Gesicht bringen will, können die ganz gut sein. Aber sie sind halt wirklich sehr dezent. Jetzt habe ich mir noch rote Nasenspitze gemacht. Oh. Oh, hallo, mein Name ist Rudolf. Mal bin ich Pantomime-Darsteller, mal bin ich ein Rentier. Schön, das kommt immer ganz auf die Saison an. Ja, jetzt möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen Lippenöl verwenden, denn die sind jetzt tatsächlich in dem Ganzen zu kurz gekommen. Da nehme ich hier von Fleeky das Glowy Lip Oil. Das hat Sarah Isabel mir mal empfohlen und ich finde es wirklich toll. Denn nun werden wir das Gesicht setten. Dafür verwende ich um die Augen herum und unter den Augen von Denisa Myrix das Evolution Powder in der Farbnuance Pink. Dafür nehme ich diesen Puffel von LH. Auch das komplette Set von LH ist natürlich auf meiner Page mit aufgeführt, ne? Auf meiner Creator Page. Fürs komplette Gesicht verwende ich von Mesauda ein neues Puder, beziehungsweise das ist jetzt neu bei mir eingezogen in der Farbe Nude Venus, das Nude Venus Puder in der Farbe 101 Extra Fair, Mensch. So schaut das aus und das kommt jetzt übers ganze Gesicht. Okay, das Puder kannte ich vorher so noch nicht. Ich mag es, dass meine Haut jetzt wirklich auch sehr wie Haut auch nach wie vor aussieht und jetzt nicht so abgepudert. Wisst ihr, was ich meine? Also es kommt nach wie vor noch Glow durch und es ist aber gesettet und das ist schön. Von Be Perfect, der Indestructible Brow in Ash Brown, kommt jetzt als Augenbrauenfarbe auf meine Augenbrauen. Und hier habe ich dann den Spoolie, auf der anderen Seite eine feine Mine. Und mein geliebter Catrice Superglue fixiert das Ganze. Und jetzt widmen wir uns dieser wunderschönen Palette. Melt Cosmetics ist bei Purish eingezogen. Ich habe auch schon einiges von der Marke da gehabt und diese hier noch nicht. Das ist die Smoke Sessions 2 Palette und oh mein Gott, schaut euch die mal an. Also das ist so wunderschön. Ich bin ja so ein Liebhaber von Paletten. Ne? Ich mag das auch, wenn wir ein schönes Außendesign haben. Ja, ja, das ist jetzt vom... ja, was da halt quasi drauf ist, natürlich eine andere Geschichte, aber ich finde es einfach sehr hübsch. Und hier haben wir eine lilane Palette, ne? Da wird das Ganze jetzt ein bisschen abgefahren werden. Ich gucke mal, was wir da jetzt für einen Look mit schminken. Ich kann mir vorstellen, dass ich auch so eine Art Liner-Look mache. Mal gucken. Starten möchte ich ganz gerne hier mit dem Ton Black Roses. Das ist ein richtig dunkler lila Ton, der aber was Rauchiges mit dabei hat. Den setze ich mir zum einen hier innen so ein Liner hin, nur so bis ungefähr zur Mitte, ne? Also das ist jetzt erstmal nur so die Guideline und eine weitere Guideline kommt hier außen hin, wie so ein Eyeliner. Das Ganze wird jetzt ein bisschen intensiviert. Also die Palette ist halt echt richtig intensiv pigmentiert, weswegen das halt auch echt funktioniert, ne? Das funktioniert nicht mit jeder Palette. Hier bin ich jetzt ein bisschen zu tief gekommen, aber es ist halt auch, weil meine Augen sehr, sehr unterschiedlich sind. Es ist einfach auch mal irgendwie ein bisschen spezieller. Mit genau diesem Pinsel möchte ich auch in diesen dunkleren Ton reingehen, Purple Punch, das ist dieser hier. Damit ziehe ich zum einen den Eyeliner auch hier innen noch etwas weiter. Dann mache ich hier unter dem Liner, den ich hier habe, noch einen kleinen Strich. Womit das dann hier auch noch mal ein bisschen schärfer aussieht. Und mit den Resten, die ich hier am Pinsel habe, mal gucken, ob das ausreicht, gehe ich an den unteren Wimpernkranz. Wow, ja, da ist noch viel Farbe dran.
Also die Schimmertöne sind sich alle schon sehr, sehr ähnlich, ne? Das ist ein bisschen schade, aber wenn man halt wirklich sagt, okay, ich möchte diese Purple Fantasy, wie auch immer, haben, ist das definitiv gegeben. Aber große Abstufungen sind da nicht. Ich nehme jetzt erstmal den Mortain Candy, das ist der hellste Schimmerton auf. Super, super weich, ne? Gar keine Frage. Und den tupfe ich mir hier so quasi, ja, als Verlängerung von dem Eyeliner hin. Ist fast schon zu dunkel jetzt für das, was ich da eigentlich machen wollte. Naja, ich habe jetzt keinen noch helleren Ton, was ich ein bisschen schade finde. Da werde ich dann gleich einen Eyeliner für nehmen, aber ich möchte gerne vielleicht hier noch den Zipfel schimmernd verlängern. Oh Gott, jetzt wird sie echt spielerisch, ne? Dann nehme ich mir Purple Goo, das ist dieser hier. Und das setze ich hier quasi nochmal so an die Spitze. Hat das jetzt einen Ultra-Effekt, Claudi? Gar keine Ahnung. Vielleicht nehme ich nochmal den Purple Skunk, das ist dieser hier, der etwas bräunliche Ton. Und damit möchte ich meinen unteren Wimpernkranz ganz leicht ausblenden, aber ich möchte nicht, dass es krank aussieht. Also das ist jetzt eine kleine Gratwanderung. Das sah mir halt zu kantig aus, ne? Hat auch keinen großen Effekt, aber das Gesamtbild, das hat einen Effekt. Beauty, dann gehen wir jetzt zu dem Highlighter, den setze ich mir in den Innenwinkel und wahrscheinlich hat er noch einen weiteren Einsatz. Also nicht zu doll, ne? Einfach nur so ein bisschen, um da ein Highlight zu schaffen. Und ich setze mir den auch ganz, ganz leicht hier so in diese Zwischenraumgeschichte, dass man da noch eine ganz kleine Aufhellung, Abgrenzung, wie auch immer hat. Ich finde nämlich schon, dass der dann auch noch einen Effekt mit reinbringt. Ja, mal was anderes. Ich mag es auf jeden Fall leiden. Ich mag auch gerne Lila mittlerweile so auf meinem Auge. Ich finde, da habe ich das mit dem Liner ein bisschen einfacher machen können. Da ist es mir ein bisschen besser geglückt. Und hier ist er mir ein bisschen zu tief gerutscht. Naja, trotzdem mag ich die Palette, weil ich finde, dass sie sehr, sehr on point ist. Die hat kein Gekrümel gehabt. Die hat auch sich schön fein verarbeiten lassen, dass man da halt auch so, ne, sowas mitmachen kann. Eine mega krasse Pigmentierung, aber das kenne ich tatsächlich auch so von Melt. Ja, und weil ich natürlich noch nicht genug Glitzer und Glamour im Gesicht habe, nehme ich jetzt von Ofra das Rodeo Drive Make-up Fixer in der kleinen Variante. Das hat richtig schön Schimmer mit drin. Kann man sich im Sommer auch übrigens richtig schön so auf die Beine oder aufs Dekolleté geben, weil das einen richtig schönen feinen Glow hinterlässt. Die Wimpern werden gebogen. Und jetzt gebe ich diesem Schätzelein mal eine neue Chance. Eine zweite, dritte, vierte Chance. Die Mesauda Femuline Mascara kommt in einer mega opulenten Verpackung. Ich bin ihr aber ein bisschen böse, dass sie ja eigentlich die alte Mascara abgelöst hat, die ich sehr, sehr mag. Naja, wir haben hier ein Gummibürstchen, was eine Bananenform hat und irgendwie, wenn man drauf guckt, so plattgedrückt aussieht. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Okay, heute performt sie. Offensichtlich auch eine von den Mascaras, die sich erstmal so ein bisschen eingrooven müssen. Und jetzt seht ihr das Ganze auch nochmal aus der Nähe. Und da gefällt mir das tatsächlich auch. Also ich hatte sonst das Problem mit ihr, dass sie nicht so sich hat aufbauen lassen. Das war nicht so der Fall, dass es gut funktioniert hat. Heute hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich meine, dass die gesmatscht hat. Da schreibe ich euch gerne mal in die Infobox rein, ob das jetzt auch wieder der Fall war. Ich werde gleich nämlich noch allerhand Videos drehen. Aber jetzt ist erstmal Lippenstift dran. Auch bei den Lippen habe ich was von Mel. Das hatte ich mir dann gekauft, als es ganz neu rauskam. Und zwar ist das Perfectionist Lip Ultra Precision Pencil in der Farbe Bare. Und das ist halt so ein richtig schöner Ton, den du halt auch zu vielen verschiedenen Lippenfarben, also Lippenstiftfarben kombinieren könntest, ne? Also allein die Farbe würde schon reichen. Da bräuchte man jetzt nicht unbedingt noch einen Lippenstift zu. Aber ich habe einen in der Farbe How is Life? Ja. Auch von Melt. Und was mich hier so auf der Homepage angesprochen hatte, war tatsächlich der Bullet, denn der sieht unglaublich schön aus. Das ist ein sehr matter Lippenstift, das heißt auch sehr kontrastreich zum Look. Der riecht sehr süß und passt meiner Meinung nach sehr, sehr gut zum Look. Oh mein Gott. Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr irgendwas von diesen Produkten auch schon mal verwendet habt und da irgendwelche Erfahrungen mit der Community teilen könnt. Dann gerne, gerne in die Kommentare, denn ja, ich kann es halt nur so aus meiner Perspektive erzählen. Und ich finde den Look jetzt am Ende sehr, sehr schön.
auch wenn der Weg dahin nicht ganz so steinfrei war, um das mal so zu sagen. Wow. Alles in der Infobox verlinkt, falls euch irgendwas interessieren sollte. Und ja, dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.